Mit der neuen Praxis bin ich jetzt einen ganz anderen Weg gegangen, und zwar wollte ich mehr für die Patienten ein Launch-Feeling schaffen, also nicht mehr dieses übliche Arzt-Patienten-Verhältnis, sondern eine Untersuchung mit wesentlich mehr Zeit und eine wesentlich gelassenere Atmosphäre. Da viele Untersuchungen in der Augenheilkunde zum Teil auch gar nicht von der Kasse übernommen werden, habe ich hier in Hagen eine neuartige privatärztliche Praxis eröffnet, die auch natürlich für jeden normalen Kassenpatienten zugänglich ist. Nun müssen halt die Untersuchungen, die sowieso von der Kasse nicht getragen worden sind, hier selbst bezahlt werden. In einer ruhigen, modernen Atmosphäre können wir das ganze technische Know-how, was heutzutage in der Augenheilkunde möglich ist, dem Patienten anbieten. Kinder zum Beispiel können wir schon ab dem 6. Lebensmonat komplett ausmessen, um zu gucken, ob die Sehfehler haben, und das Ganze dank eines Infrarotverfahrens, was ganz neu auf dem Markt ist, aus 2 Meter entfernt. Neben natürlich der ganz normalen Augenuntersuchungen, die Standard sind, haben wir uns hier spezialisiert, vor allem auf das Glaukom und der sogenannte grüne Star und auf Diabetes. Diese Untersuchungen sind nach den neuesten technischen Verfahren. Wir können den Sehnerven dreidimensional ausmessen, um Veränderungen feststellen zu können im Laufe der Zeit. Druckmessungen, hornhautige Messungen, und wir können sogar Behandlungen mittels einem ganz harmlosen Laser durchführen, den sogenannten SLT, um den Druck ohne Tropfen, ohne Medikamente, ohne Nebenwirkungen zu senken. Durch hochauflösende Bilder und einer speziellen Software ist es halt möglich, die Diskrepanz zwischen Arterien und Venen ganz genau zu messen und darauf halt Rückschlüsse auf erhöhten Blutdruck, Schlaganfallrisiko und so weiter dann zu schließen. Anhand der Gefäße kann man genau sehen, ob zum Beispiel Bluthochdruck oder irgendwelche Schädigungen hinten im Gefäßsystem vorliegen. Und diese gelten nicht nur für das Auge hier vorne, sondern diese Gefäßkonstellation, die wir hier finden, die entspricht 98 bis 99% der Gefäße im Gehirn und der Gefäße an den Nieren. Da bei der zwischenmenschlichen Kommunikation der erste Kontakt, der Blickkontakt ist, spielt natürlich die Ästhetik um die Augen und an den Augen eine große Rolle. Diesbezüglich bieten wir nicht invasive Faltenbehandlungen mittels Hochfrequenz- und Oberlidstraffungen an.